3. Hallo liebe YouTuber, und zwar wollte ich euch heute mal meinen neuen Kanal vorstellen, beziehungsweise nicht neuen, ich hatte noch nie einen, den ersten Kanal, und zwar den Diverses Kanal. Diverses deshalb, weil es geht darum um Sachen, die sonst niemand zeigt oder wo es meistens keine Tutorials oder Anleitungen, wie auch immer man das nennen mag, dazu gibt. Also man halt, wenn man bei YouTube was eingibt, das dann auch nicht findet. Fangen wir heute an. Und zwar, vor längerer Zeit habe ich mit dem Qualmen aufgehört. Ja, danke, super, dass ihr mir dazu auch gratuliert. Ihr könnt das auch, weil Zigaretten braucht kein Mensch mehr. Und zwar bin ich auf diverse Tabakersatzprodukte, na, Tabakersatzprodukte will ich jetzt mal nicht sagen, auf diverse Rauchersatzprodukte gestoßen. Und zwar nämlich auf Schnupftabak. Schnupftabak ist eigentlich eine ganz coole Sache. Na, mal kurz, um das mal kurz zu erläutern. Schnupftabak ist, zieht man sich halt durch die Nase. Und nochmal anfangen. Schnupftabak zieht man sich halt durch die Nase. So ähnlich wie Kokain, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ne, oder wie Crack oder Speed oder wie auch immer das alles heißen mag. Ne, ist im Prinzip das gleiche. Unterschied dazu ist halt nur legal in Deutschland erhältlich. Und die Polizei beschlagnahmt das nicht gleich. Ne? Ja, ich habe angefangen, wie wahrscheinlich jeder auch, der jetzt denkt, oh Gott, Schnupftabak habe ich ja auch schon mal probiert. Meistens fängt man doch mit dieser Variante an. Und zwar die Gletscherprise von Pöschel. Oder Pöschel oder wie auch immer das heißt. Gibt es heutzutage hier an jeder Tankstelle fast überall zu kriegen oder in Tabakläden, größere Tabakläden, gibt es das auf jeden Fall. Einfach mal nachfragen. Kostet so um die 2,20 Euro, glaube ich. Kann auch sein, dass es 1,95 Euro kostet, mal wenn es im Angebot ist. Keine Ahnung, müsst ihr selber mal gucken. Ist auf jeden Fall gut preiswert. Da sind dann 10 Gramm drin. Na, das Ganze ist dann hier in so einer Box drin, das auch luftdicht verschlossen ist. Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Schnupftabak? Das fragen sich jetzt wahrscheinlich viele. Ist im Prinzip eine einfache Sache. Ich habe das auch vorher mir nicht irgendwie eingelesen, wie man sich das Zeug in die Nase zieht. Man kann es wohl auch mit dem Geldschein machen oder auch halt einfach so. Ich bevorzuge die normale Variante, indem ich einfach die Packung aufmache. Na, dann kann man die hier so aufmachen. Hier oben ist so ein Loch drin, wo der Schnupftabak drin ist. Vorher kann man nochmal dran riechen. Meistens ist da immer sehr viel Menthol drin in den Schnupftabaken. Und dann ist es eigentlich im Prinzip so, dass man es jetzt hier auf die Hand macht. Jetzt bitte für die Profis nicht lästern. Man sagt immer, macht es mit der linken, auf die linke Hand drauf. Ich bin aber Linkshänder, deswegen mache ich es auf die rechte Hand drauf. Einmal ein bisschen rauftröpfeln, so wie das jetzt hier ungefähr genau so aussieht. Dann hat man hier so ein Häufchen. Muss immer mal so ein bisschen gucken, dass das nicht alles runterläuft. So, und dann mache ich das immer so. Ich sage, das ist jedem freigelassen. Es gibt da mehrere Varianten zu. Ich ziehe mir immer mit den Händen eine Linie. Ne, ganz einfach. Sieht dann aus wie so eine Kokslinie. Ne? Oder man macht es anders, wenn man jetzt das wieder hier so ein bisschen... hätte ich mal besser vorbereiten sollen. Wenn man das jetzt hier wieder so ein bisschen zusammen macht, gibt auch die Variante, jemand nimmt einen Finger, schnippst da einmal durch, hat dann zwar häufig... Warte mal, sieht jetzt nicht so toll aus. Machen wir gleich nochmal. Also... Ne, wie gesagt, es gibt die Variante halt mit der Line ziehen. Das ist ein bisschen einfacher. Also die machen das dann so, dass sie hier mit dem kleinen Finger oder mit dem großen Finger einmal hier irgendwie so eine Kuhle reinmachen. So, und dann soll man hier so zwei, so eine Haufen haben, die man sich dann so in die Nase reinziehen kann. Ne, ich zeige es mit meiner Variante mal, weil das einfach einfacher ist für mich, indem ich mir hier, wie gesagt, so eine Linie ziehe. Sieht dann so aus. Und dann fange ich an mit dem rechten Nasenloch. Na, dann habe ich hier schon mal die Hälfte weg. Und dann das linke nochmal. Nochmal hinterher. Wunderbar. Schnupftabak ist in der Nase. Man merkt es auch sofort, das kribbelt auch gleich. Na, also wer das jetzt das erste Mal macht, der wird wahrscheinlich erstmal höllisch anfangen zu niesen. Na, das kann ja nun mal passieren. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, ihr seht es jetzt wahrscheinlich auch bei mir. Na, immer aufpassen, wenn ihr das reingezogen habt und das reinzieht, wenn ihr jetzt in der Öffentlichkeit seid, sieht es auch schon mal ein bisschen komisch aus. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt tun, aber das ist eben seine Sache. Bisschen gucken, weil es bleibt meistens hier oben ein bisschen immer was hängen. Ne? Da bitte ein bisschen drauf gucken, liebe Leute, weil, na, wenn man denn noch passend den Scheitel dazu trägt, könnte es einigen Leuten etwas aufstoßen und man wird gleich in der Ecke gestellt, in die man eigentlich gar nicht hingehört. Gut, das war's schon mal mit dem ersten Schnupftabak. Wie gesagt, der Gletscherprise. Ich habe hier bei mir zu Hause noch ein paar mehr von diesen Krimskrams. Ich erzähle euch in der nächsten Folge auch mal, wie das Ganze dann
zu bestellen ist, wo es das gibt, ohne jetzt groß Schleichwerbung zu machen, aber es ist immer ganz gut zu wissen, wo ich den gucken könnte, wo ich das bestellen kann. Ich kenne da auch eine gute Seite, wo es ganz viele Schnupftabake zur Auswahl gibt. Und wie gesagt, Leute, einfach mal probieren. Gerne bei meinem ersten Video mal Daumen hoch, wie die Leute immer sagen, oder halt auch gerne abonnieren. Ich werde versuchen, wöchentlich ein paar Videos hinzuzubringen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.